Ich möchte auch nicht so viel inhaltlich resümieren, zumal ich auch nicht bei jeder Veranstaltung dabei sein konnte heute. Ich möchte erstmal danken. Danken an Herrn Dräger, dass er uns hier durch die Anfangs- und Enddiskussion geführt hat. Danken bei allem im Team der Geschäftsstelle. Und damit meine ich wirklich alle, und ich komme gleich nochmal zum Thema alle, die das hier so wunderbar vorbereitet haben. Nicht nur den heutigen Tag, nicht nur den heutigen Abend, sondern die ganze Woche. Das war unglaublich viel Arbeit. Danke allen Partnern für dieses gedeihliche Miteinander. Hochschulrektorenkonferenz ist ja noch nicht so oft erwähnt worden, also auch ein ganz, ganz wichtiger Partner in dem ganzen Prozess. Und jetzt komme ich mal zu dem ganzen Prozess und möchte da nochmal wirklich so ein kleines Resümee auch der Arbeit in den vergangenen 4-5 Jahren machen. Wir sind ja relativ mit einer kleinen Expertengruppe gestartet. Und ich finde, was sich wirklich zeigt, und ich kann das auch in Zahlen ausdrücken, es ist so eine wirkliche Bewegung geworden. Ja, es ist eine Bewegung geworden. Wir haben mittlerweile 300 designierte Experten in dem Online-Netzwerk, die wirkliche Beiträge mit Portfolio, mit Erfahrungsportfolio da einbringen. Wir haben 700, die auf Mattermost sich austauschen. Ja? Wenn Sie das mal auf die Zahl der Hochschulen in Deutschland runterbrechen, dann haben wir an jeder Hochschule mindestens 2-3 Leute, die da sozusagen im Gang durch die Institutionen inzwischen wirken. Und das ist vom Studierenden bis zur Hochschulleitung ist alles vertreten. Das ist das Interessante an der ganzen Sache. Was auch interessant ist, dass aus einer Bewegung, die sich sehr um Lehre drehte, inzwischen sozusagen Themencluster erwachsen, die von ganz anderen Menschen behandelt werden. Da spricht der Bibliothekar mit dem Rechenzentrumsmenschen. Da spricht der Forscher über Forschungsinfrastrukturen. Da spricht der Verwalter, wie können wir aus dem Learning-Management-System vielleicht auch ein Learning-Analytics-System ranflanschen und das so ein bisschen datenmäßig betreuen, ja, also unsere Studierenden. Das ist hochinteressant, was sich da sozusagen an Erweiterungen unserer Ursprungsdebatte inzwischen ergeben haben. Sodass wir wirklich, also empfinden, dass wir wirklich eine Bewegung in Gang gesetzt haben. Und das war ja auch Sinn der ganzen Angelegenheit. Ne? A movement with a nudging. So möchte ich es mal nennen. Also das ist ja ganz hervorragend. Jetzt kann ich noch berichten, dass diese Bewegung sich jetzt auch in den Aktivitäten des HFD fortsetzen wird. Heute haben wir, mit letzter ministerieller Bescheinigung verabredet, dass wir in Zukunft die Peer-to-Peer-Beratung in Baden-Württemberg mit Unterstützung des Ministeriums in Baden-Württemberg durchführen werden, mit dem Know-how des Hochschulforums Digitalisierung, sodass wir sozusagen nicht mehr nur die 6 Hochschulen, die wir mit dem Geld des Bundes beraten können, in Zukunft im Portfolio haben, sondern sozusagen auch auf Landesebene neue Bewegung möglicherweise entfachen. Ja? Also die Baden-Württemberger sind vorangegangen. Wenn noch andere Landesvertretungen hier im Raum sind, kann man sich ja mal als Beispiel nehmen. Wir werden verstärkt uns anschließen an die Debatten in Europa. Ja, Bologna Digital, das wird für uns ein Stichwort sein, diese Regionalisierung sozusagen aus einer transnationalen Ebene auch fortzuführen. Wir werden Delegationsreisen durchführen in die Niederlande, wir werden uns internationale Benchmarks anschauen können. Im November, ich glaube, die Ausschreibung geht jetzt online und man kann sich bewerben. Ich hoffe, nicht zu viele bewerben sich. Wenn sich alle hier bewerben, müssen wir sehr viel auswählen, weil so viele natürlich auf der Expertenreise auch nicht teilnehmen können. Aber so versuchen wir immer wieder Multiplikatoren-Schulungen auch voranzutreiben, um dann wieder in die einzelnen Hochschulen hineinzuwirken. Das seien nur ganz, ganz wenige Beispiele, wie sich das immer weiter verzweigt, erweitert und in neue, auch in neue Zielgruppen fortpflanzt. Und wenn wir das erreicht haben, dann haben wir, glaube ich, ein gutes Stück des Weges hingelegt. Heute ist, glaube ich, das 38. Arbeitspapier erschienen. Auch das nicht schlecht, finde ich. Man muss sie nicht alle gelesen haben, aber die 4 wichtigsten, die sollte man kennen. Ja, also das heutige Papier ist mindestens eines der wichtigsten. Und wenn wir dann heute Abend die Runde mit den neuen Hochschulen, die jetzt ausgewählt sind, haben, dann ergibt sich daraus möglicherweise auch dann wieder regional neue Vernetzungsmöglichkeiten. Also es soll immer weitergehen, es wird immer weitergehen, die Zahl der Beteiligten steigt und ich glaube, auf diese Art und Weise kommen wir tatsächlich dazu, was Herr Dräger gesagt hat. Es wird irgendwann völlig selbstverständlich sein, nicht mehr über Digitalisierung zu reden, sondern über Ziele, bei denen Digitalisierung ihren Beitrag leisten kann. In diesem Sinne, schönen Abend.
gutes Essen und gute Gespräche weiterhin und wir freuen uns auf die nächsten Tage und die nächsten Stunden mit Ihnen. Herzlichen Dank. Applaus